Willkommen bei Tierrettung weltweit. In diesem Video geht es um die tragische Rettungsgeschichte von Straßenhund Tobi. Vermutlich lebte er von Geburt an auf der Straße und schaffte es sich irgendwie durch das Leben zu kämpfen. Doch durch verschiedene Wunden und Entzündungen an seinem ganzen Körper drungen nach und nach immer mehr Parasiten in ihn ein. Die Menschen liefen aber einfach an Tobi vorbei. Niemand kam auf die Idee, die Tierrettung anzurufen. Es schien so, als hätte der junge Hund nur noch wenige Tage oder sogar nur noch wenige Stunden zu leben. Er versteckte sich in einem kleinen Loch in einer Mauer. Doch glücklicherweise entschloss sich dann ein Anwohner dazu, die Tierrettung anzurufen, nachdem er den desolaten Zustand des Hundes bemerkt hatte. Kurze Zeit nach dem Anruf bei der Tierrettung trafen dann die Tierretter vor Ort ein. Als erstes versuchten sie zu Tobi etwas Vertrauen aufzubauen, um ihn dann in eine Decke zu legen und mit zur Auffangstation zu nehmen. Dort wurde der Hund als erstes von einem Tierarzt untersucht. Tobi hatte nicht nur Flöhe, Würmer und Räude, sondern auch noch eine Anämie. Daraufhin bekam er in den nächsten Wochen einige Infusionen und eine Menge an Antibiotika. Die Medikamente sollten glücklicherweise gut anschlagen. Nach und nach erholte sich der junge Hund und es ging ihm sichtlich besser. Mittlerweile hat Tobi sogar eine Familie gefunden, die sich nun liebevoll um ihn kümmert. Wenn du täglich mehr wundervolle Tierrettungsgeschichten sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal.